Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Georgis Kanal. Heute bin ich mal wieder in Palma nach langer Zeit. Wir sind hier am Plaza de Olivar und zwar da vorne, da ist der wunderschöne Markt von Olivar. Der ist ja indoor und ist jedem zu empfehlen, den mal zu besuchen. Ich befinde mich ja am Abend und jetzt ist nichts mehr mit Markt, aber vielleicht demnächst mal wieder. Aber man muss schon sagen, Palma ist so gut besucht, es ist alles voll, die Straßen sind rappelvoll, schon die Fahrt hierher war eine riesen Herausforderung. Unter dem Olivar gibt es ein Parkhaus, da stehe ich jetzt, aber das ist kein schönes Parkhaus aus der ersten Sicht. Ich stehe da auf der zweiten Ebene von oben gesehen. Ja, nicht so sauber, es riecht da nicht so schön und so weiter. Also es gibt weitere Parkhäuser hier, vielleicht die mal ausprobieren. Dieses hier, wie gesagt, nicht so toll. Wir gehen jetzt als allererstes hier mal Richtung Fußgängerzone und schauen uns mal so an, was es hier so für Geschäfte gibt. Hier mal eben kurz den Blick zum Olivar. Es gibt mehrere Eingänge und ja, das ist ein richtig schönes Zentrum hier. Auf jeden Fall wünsche ich ganz viel Spaß. Ich hoffe, das wird wieder ein XXL-Video. Das hat man natürlich hier schnell zusammen. Wir werden dann später nochmal zum Paseo de Born gehen. Selbstverständlich auch am Plaza Mayor vorbeischauen. Es gibt Straßen, die sind ganz ruhig, aber es gibt Straßen, da ist richtig viel los und das werden wir jetzt garantiert sehen. Schon mal ein paar gepflegte Grünanlagen. Ja, eine schöne Kirche im Mittelpunkt. Wir werden gleich mal auf den Namen schauen. Ich werde das gleich mal einblenden. Das müsste die Basilika Miguel, San Miguel sein, bin mir nicht ganz sicher. Da gibt es aber ein Schild, da schauen wir gleich mal rauf. Ganz genau so ist es. Basilika San Miguel. So, und jetzt befinden wir uns schon richtig hier im Einkaufszentrum. Es gibt hier so einen guten Branchenmix. Nichts, was es nicht gibt hier. Hier gehen wir vorbei an dem Museum Joan March. Thank you.
und gehen jetzt hier durch die Fußgängerzone den direkten Weg zum Plaza Mayor. Da wurde er aufwendig umgebaut. Da sind hier gleich so viele Eindrücke, das ist unglaublich. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Da sind wir schon am Plaza Mayor. Überall hier in Palma sind Ordnungskräfte und passen auf, worauf auch immer. Es gibt natürlich hier viel Taschendiebstahl, wird immer wieder darauf hingewiesen und davor gewarnt, seine Sachen sicher zu verstauen, nicht in der hinteren Tasche und nicht unbeobachtet lassen, seine Tasche. Vorsicht mit Umhängetaschen. Das ist ganz gefährlich hier. Ja, ein wunderschöner Platz ist das. Übrigens, die Weihnachtsbeleuchtung, die brennt noch nicht. Die wird am 23. November um 18.30 Uhr feierlich eröffnet, die Weihnachtsbeleuchtung. Und dann mit viel Brimborium. Also wird richtig was los sein. Apropos was los, wir werden auch noch mal zum Rathaus vorbeischauen. Da ist ein großer Platz und da soll heute auch eine Veranstaltung sein. Wenn wir noch mal vorbeigehen. Aber hier ist schon richtig voll. Heute Abend haben wir hier noch knapp über 20 Grad, also eine angenehme Temperatur, um auch noch draußen zu sitzen. Ich werde hier immer mal wieder die Häuser zeigen. Total interessant. Der marokkanische und speziell hier der Baustil in Palma. Fantastisch, dieses Haus hier mit der Beleuchtung, die Markisen davor. Und hier oben sehen wir die Kügelchen, das ist die Weihnachtsbeleuchtung schon in diesem Bereich. Paseo de Born ist es dann natürlich noch viel mehr. Überall bestaunen die Menschen die Auslagen in den Schaufenstern. Minuten.
Also hier kommt schon tatsächlich so eine vorweihnachtliche Freude auf. An manchen Geschäften riecht es ja auch ganz gut. Und ja nicht nur Mode und Schmuck, sondern auch viele Spezialitätenläden, wo es draußen duftet. Und hier wird es jetzt gleich ein bisschen mehr. Nicht der Duft, sondern noch ein bisschen mehr Menschen. Hier sind wir jetzt vor dem Rathaus auf dem großen Platz und da führen Akrobaten etwas auf. Dazu wird sozusagen wie so ein Spielmannszug musiziert. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele begeisterte Menschen hier drumherum stehen. Das fasziniert die Mallorquiner natürlich. Da kommen sie gerne. Und ringsherum um diesen schönen Platz wieder hübsche Fassaden. Ringsherum natürlich auch da hinten über Lokale. Im Grunde genommen könnte man so viel zeigen von Palma, wir könnten eine ganze Woche ein Video drehen. Diese Straße richtig clean, richtig schön beleuchtet. Hier ist jetzt mal so ein bisschen ruhiger das Ganze. Immer wieder schöne Fassaden, unglaublich. Ein Haus schöner als das andere. Man muss hier unwahrscheinlich aufpassen, dass man sich nicht von Menschenströmen mitreißen lässt und ganz woanders hingeht, als man eigentlich wollte. Ja, überall hier Graffitis, das ist natürlich
einerseits eine Schande, andererseits bewundern viele diese Kunstwerke, wenn es denn welche sind. Aber ich denke, die Geschäftsinhaber könnten damit leben, wenn es sie nicht gäbe. Haben wir einige schöne mallorquinische Bars. Man kann nur empfehlen, die ein oder andere mal auszuprobieren, sich verwöhnen und begeistern zu lassen.
Wir jetzt auf dem Weg zum Paseo de Born. Gibt hier ein paar Seitenstraßen genutzt, die auch mal ganz interessant sind zu sehen. Ja, und das ist der wunderschöne Paseo de Born. Der ist so breit. Einfach fantastisch, wenn hier am 23. um 18.30 Uhr das Licht angezündet wird, dann ist es hier so rappelvoll. Dann wird man für lauter Menschen die Lichter kommen sehen können. Es sei denn, man schaut nach oben. Oder von oben drauf. Das wäre natürlich auch eine Lösung. Immer wieder begeistern tut dieser Springbrunnen da hinten. Thank you.
Durch unzählige Gassen könnte man hier noch gehen. Eine interessanter als die andere. Wenn wir hier immer weitergehen, würden wir auch ins Santa Catalina Viertel kommen. Jetzt übrigens auch noch der Autoverkehr dazu, der sich hier durch die Stadt schlängelt. Hinten ist eine Querstraße, die ist jeweils zweispurig in beide Richtungen. Da ist schon richtig was los. Da ist ein großes Kaufhaus auf der linken Seite. Aber wir werden im weiteren Verlauf wieder die etwas ruhigeren Ecken, autofreien Zonen suchen. Und münden soll das ganze Video dann am Plaza España, da wo auch der große Bahnhof hier in Palma stationiert ist. Und auch die, von da aus geht übrigens auch die Bahn Richtung Soria. Mittlerweile ist es ja stockdunkel geworden. Bekommt man gar nicht so mit, weil man immer nur die Häuser sieht um sich herum. Hier fahren in Palma übrigens die grün-weißen Busse, das sind die EMT-Busse. Natürlich fahren auch die TIB-Busse hier aus allen umliegenden Orten, aber in Palma selber sind es diese hier. Und da gelten wieder ganz andere Tarife. Da kann man auch eher mal bar bezahlen. Da gibt es viele Touren, die dann
einfach schlicht 5 Euro kosten, wie auch zum Beispiel der Bus zum Flughafen, der hier aus Palma auch unter anderem auch vom Plaza España abfährt. Für 5 Euro ist man dabei oder für 5 Euro Richtung Playa de Palma oder auch in viele andere Richtungen. Auch dieser Platz fasziniert total. Kleiner Marktplatz mit einem Imbiss, der richtig gut frequentiert ist, denn die tolle Architektur hier. Unglaublich. Viele wirklich schöne Lokale warten hier, um besucht zu werden. Eine große, große Vielfalt. Das hier ist übrigens das Principaltheater. Dahinter liegt quasi der Plaza Mayor. Da sind wir jetzt praktisch einmal so in den Bogen gegangen.
Tja, Bus an Bus schlängelt sich hier durch die Straßen. Hier in der Nähe gibt es einen großen zentralen Busbahnhof, der ist unterirdisch. Der ist dann gekoppelt mit dem großen Bahnhof am Plaza España, dem Estacio Intermodal. Auch hier ist alles schön beschmiert. Hier haben wir mal eine ganz, ganz enge Gasse. Und jetzt sind wir zurück in einer der so belebten Fußgängerzonen. Immer wieder ein echter Hingucker ist hier hinter mir, diese Eisdiele an der Ecke. Einfach unglaublich. Das Angebot da ist eine wahre Pracht, ein Kunstwerk. Überall hübsche, liebevoll geschmückte, dekorierte Häuser.
Hier werden wir jetzt abbiegen und einmal Richtung Plaza España gehen. Obwohl man noch stundenlang weitergehen könnte hier. Das machen wir jetzt auch, nicht stundenlang, aber ich zeige nochmal diesen Zipfel hier. Auch das ist interessant, viele kleine individuelle Läden. Also es gibt ja nicht nur Ketten, sondern es gibt viel, viel Abwechslung hier. Was das ist, das weiß ich gar nicht so genau. Steht zwar dran, aber kann das noch nicht so richtig einschätzen. Hier sind wir jetzt auch schon am gut gefüllten Plaza España und hier geht eine Straße durch, die ist also sehr viel befahren in beide Richtungen, drei Spuren und ganz hinten, da ist der Bahnhof. Ganz links davon fährt dann die Holzeisenbahn Richtung Sóller, die legendäre. Hier ein schöner Brunnen, hier sind überall Warnschilder, man möchte da nicht reingehen. Wird viel Wert drauf gelegt. Hier sind auch überall Ordnungshüter, die aufpassen, dass sich hier alle gut benehmen und hier keinen Unfug treiben. Ja, ein schöner, bunter Platz. Natürlich viel Lärm durch den Verkehr. Von hier fahren alle Busse ab in alle Richtungen. Ein EMT-Bus nach dem anderen. Da ganz hinten gibt es auch noch einen Park, also wer denn mal ein bisschen noch mal die Ruhe sucht, findet da auch noch einen Park. Ja, für mich Zeit, mich zu verabschieden. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich würde mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Verabschiede mich bis zum nächsten Video hier auf Georgis Kanal. Vielen, vielen Dank nochmal. Sagt tschüss, adios und bye bye. Bis zum nächsten Mal auf Georgis Kanal. Servus.